Moinsen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar werde ich heute ein FAQ drehen mit Fragen aus Instagram, sowohl wie Fragen aus TikTok, da auf Instagram nicht allzu viele kamen und ich deshalb vorsichtshalber auf TikTok mal nachgefragt habe, ob ihr Fragen an mich habt. Deshalb würde ich sagen, fangen wir am besten einfach mal mit denen von Insta an. So, und zwar Numero 1. Warum willst du wieder mit Fitness anfangen und was genau ist dein Ziel? Ja, warum möchte ich wieder mit Fitness anfangen? Wenn du trainiert bist, siehst du maskuliner aus. Und ja, wenn du eben ein Transgender bist, dann ja, wäre das natürlich praktisch. Und deshalb ist das auch ja, mein Ziel, einfach dadurch ein bisschen ja, breiter zu werden und männlicher zu wirken, würde ich einfach mal sagen. Wie würdest du deinen Style in 3 Worten beschreiben? Unterschiedlich, eigen und okay. Weil ich finde, mein Style ist nicht übertrieben krass oder so. Und ich habe halt so einen Style, der ist gemischt aus voll vielen Styles. Deshalb, also ich lege mich nie auf irgendwas fest. Deshalb. Dann würdest du gerne größer sein, in Klammern Reichweite. Ich glaube, mir persönlich ist die Reichweite echt egal, weil ich möchte zwar Leute erreichen und Leute helfen oder Leute unterhalten, aber mir ist es eigentlich relativ egal, ob da jetzt 100 oder 100.000 Menschen dahinter sitzen. Natürlich wird es auch an einem gewissen Punkt unangenehm, einfach für mich selbst zu leben, weil so Leute wie Hey Moritz, die können ja nicht mal mehr auf die Straße gehen, ohne erkannt zu werden. Deshalb, ich glaube, es ist schon lustig und nett sicher, aber es kann auch anstrengend sein. Deshalb bin ich eigentlich so, wie es aktuell ist, wirklich zufrieden damit. Genau. Wenn deine Haarfarbe rausgewaschen ist, welche kommt als nächstes? Das Ding ist, diese Farbe kann nicht rausgewaschen werden. Eventuell geht es grau raus, aber wir sind ja blondiert worden. Ich glaube, 40 Minuten hatte ich eine Blondierung drin. Und eine Blondierung, die wäscht sich ja nicht raus. Die wächst raus. Und was ich da dann als Plan habe, dass sobald das Blond so gut wie draußen ist, werde ich mir die Spitzen rot machen. Das ist mein einziger Plan, aber sonst danach weiß ich es noch nicht. Was war als Kind dein Traumberuf? Boah, ganz früher wollte ich Tierarzt werden. Ja. Empfehlung für Schuhe, die Adidas Ultra Boost. Das sind die bequemsten Schuhe, die ich überhaupt besitze. Fühlst du dich jetzt besser durch das Outing? Ich muss sagen, im Internet geht es mir wesentlich besser. Ich fühle mich viel, viel wohler. Aber dadurch, dass das alles in Real Life noch nicht so ist, wie es sein sollte, fühle ich mich im Real Life halt einfach super unwohl und ich finde es schade, dass gewisse Menschen das halt einfach nicht merken, dass ich mich unwohl fühle. Genau, dann geht's jetzt weiter mit den Fragen auf TikTok. So, darf man Edits für dich machen und dann auf TikTok hochladen? Natürlich dürft ihr, das ist gar keine Frage. Ich freue mich über sowas natürlich auch. Markiert mich dann einfach und dann werde ich das mit Sicherheit auch sehen. Was ist dein Ziel, also etwas, was du unbedingt erreichen willst? Dass ich einfach als Mensch ich sein kann und mich nicht verstecken oder verstellen muss vor irgendjemandem und einfach dann glücklich sein kann, so wie ich es sein möchte. Was ist dein Lieblingsfilm-Serie? Lieblingsfilm habe ich eine Filmreihe, und zwar Toy Story. Und als Lieblingsserie würde ich sagen, einmal Rick and Morty, gar keine Frage. Adventure Time ist auch mega nice. Stranger Things, Glee. Also da gibt es einige Serien, die ich feiere. Also so eine Lieblingsserie habe ich, glaube ich, gar nicht. Oh, Phineas und Ferb habe ich vergessen. Ah, liest du gerne? Leute, ich bin ehrlich, ich lese gar nicht. Willst du alle OPs machen oder gibt es welche, die du nicht unbedingt willst? Also welche OPs ich definitiv machen möchte, ist einmal die Mastek und die Hysto. Das ist einmal die Brustentfernung und einmal die Entfernung der Eierstöcke und der Gebärmutter. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Brauchst du bald eine Zahnspange? Ich hatte 2 Jahre lang eine Zahnspange. Ich glaube, ich brauche jetzt keine mehr, oder? Bist du zufrieden mit dir selbst, beziehungsweise hast du ein Selbstbewusstsein? Ich habe schon ein Selbstbewusstsein, aber ich habe kein Selbstbewusstsein, wenn ich auf neue Leute treffe, weil ich dann einfach mega schüchtern bin und keine Ahnung habe, wie die Leute mich einschätzen. Und ich bin nicht zufrieden mit mir selbst, weil ich noch nicht so aussehe oder noch nicht so bin, wie ich es sein möchte. Bist du bi? Nein. Ich stehe nur auf Frauen. Kommst du gut mit Menschen klar?
Ich muss sagen, ich hasse Menschen. Ich weiß, es ist weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man einfach so raushaut, man hasst Menschen. Aber die Menschen sind einfach eine Spezies, die sind so egoistisch und geben einen Scheiß darauf, wie es anderen Leuten geht oder was andere Leute machen. Und das ekelt mich wirklich an. Es ekelt mich wirklich an. Weil jeder hasst jeden, jeder hetzt sich gegeneinander auf, jeder probiert der Beste zu sein und sowas finde ich einfach zum Kotzen. Deshalb hasse ich Menschen. Ja. Mit wie vielen Jahren hast du deine Haare geschnitten? Ich glaube, das war mit 12. Ich war in der 7. Klasse. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Also es ist jetzt mittlerweile 7 Jahre her. In welchem Alter hast du das erste Mal die Haare gefärbt? Ich glaube, das war mit 14. Da hatte ich eine Art Justin Bieber Frisur und habe mir einfach nur mein Pony blau gefärbt. Das sah so schlimm aus. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Also das sah wirklich grausam aus. Grausam. Mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Handy? Ich glaube mit 10. Aber damals gab es ja noch gar keine Touch-Handys. Da gab es noch gar kein iPhone und so. Als ich 10 war, hatte ich ein Klapp-Handy. Das war cool. Oder so ein Schiebehandy, wo drauf du Snake spielen konntest. Das hatte ich. Also an die Leute, die jetzt mittlerweile mit iPhones aufwachsen. Wenn ihr 10 Jahre alt seid oder 12, Kinder, ihr braucht kein iPhone 10. Das braucht ihr nicht. Ihr seid viel zu jung für so einen Scheiß. Sorry, also das ist so meine Meinung dazu. Ich würde auch meinem Kind mit 10, ich würde dem zwar ein Handy kaufen, aber nicht die neueste Generation. Warum auch? Dafür, dass mein Kind das Handy runterschmeißt, dass es geklaut kriegt oder sonst irgendwas. Also, nee. Ich meine, selbst ich habe ein iPhone 7 Plus und Leute, ich bin 19 Jahre alt. So, ich brauche nicht das neueste Handy. Was willst du irgendwann mal werden? Boah, das ist richtig schwer. Ich muss sagen, ich weiß es noch gar nicht so richtig. Es steht so in... ja, auf holprigen Füßen, was ich werden möchte, beziehungsweise wie mein Leben weitergeht. Deshalb, ja, sobald es dann natürlich irgendwelche krassen Updates gibt von wegen, ja, ich mache jetzt ein soziales Jahr oder ich mache jetzt ein Jahrespraktikum irgendwo und habe danach mein Fachabi in die Richtung oder ob ich mein Abi mache, das werdet ihr ja dann alles sehen. Ich schätze mal, sowas würde ich euch schon sagen, aber ja, ich glaube, das war's tatsächlich. Ah, eine Frage habe ich gerade noch bekommen. Mit welchem Namen wirst du in der Schule angesprochen? Ich kann euch sagen, ich werde nicht mit Justus angesprochen, weil ich in der Schule nicht geoutet bin. Natürlich gibt es einige, die sagen, ich soll mich bitte in der Schule outen, das wäre viel besser und alles. Und das Problem ist, ich bin halt nicht der Schlauste. Ich tue mir mit der Schule nicht so leicht wie andere. Deshalb ist das ein zusätzlicher Stress, wenn ich nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren und ich weiß, werde ich dafür jetzt fertig gemacht in meinen Kursen, die ich habe, die ich aber bis zum Abi durchziehen muss oder nicht. Das ist halt so die Frage und deshalb habe ich persönlich halt einfach Angst davor. Und genau, ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich habe jetzt alle Fragen, die es gab, beantwortet, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ja, und deshalb würde ich ganz einfach sagen, das war's mit dem Video. Folgt mir doch gerne auf Insta und auf TikTok, da heiße ich beides broken.justus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei einem neuen Video. Kommt schon morgen. Deshalb seid gespannt. Bis dann und ciao.